eines der hochbrisantesten Stoffe unserer Zeit. Und es geht darin um einen Menschen, der alles weiß, also der alles studiert hat, was es zu studieren gibt. Bei Goethe heißt es ja dann auch, ich habe alles studiert, also Jurisprudenz, Theologie, Medizin und Philosophie, alles studiert mit heißem Bemühen. Da stehe ich nun, ich, na? Und was? Als wie zuvor. Und jeder Deutschlehrer würde das sofort anstreichen, aber es ist von Goethe. Also dürfen wir sagen. Eines der hochbrisantesten Stoffe unserer Zeit. Und es geht darin um einen Menschen, der alles weiß, also der alles studiert hat, was es zu studieren gibt. Bei Goethe heißt es ja dann auch, ich habe alles studiert, also Jurisprudenz, Theologie, Medizin und Philosophie, alles studiert mit heißem Bemühen. Da stehe ich nun, ich, na? Und was? Als wie zuvor. Und jeder Deutschlehrer würde das sofort anstreichen, aber es ist von Goethe. Also dürfen wir sagen. Fuschen gerade dort herum, wo man sagt eigentlich, Mensch, lass die Finger davon, von den Hormonen und von den Genen. Lass einfach die Finger davon, was die Natur aus dir gemacht hat. Wir wollen alles verschönern, wir wollen alles unserem Willen unterordnen, wir wollen alles verstehen, wir wollen uns alles aneignen. In dieser Verunsicherung hat dieser Fauststoff natürlich die Menschen wahnsinnig fasziniert. Der Faust war zum Beispiel auch Protagonist einer Hundeshow. Also da hat ein Augsburger Schausteller dressierte, die Geschichte von Faust mit dressierten Hunden dargestellt. Und das muss so echt gewirkt haben, dass der Schausteller mit der Inquisition Probleme gekriegt hat und der Hexerei angeklagt wurde. Rationalität, industrielle Revolution, erste demokratische Ordnungen in Europa, das Kaisertum und das Königtum wird langsam entmachtet. Auf der anderen Seite die romantische Naturschwelgerei, die Romantik überhaupt, die ja das Ich zum ersten Mal befragt hat. Erst in der Romantik spricht man ja philosophisch von einem Ich, von einem Individuum, das unverwechselbar ist. Der jeweiligen Gesellschaftsordnung, aber auch der jeweiligen Ängste einer Epoche. Und deshalb haben wir uns jetzt dieses Jahr entschlossen, einen Faust zu machen. Denn nur die Angst, der man ins Auge schaut, der die die man auch formuliert auf der Bühne oder jeder für sich im stillen Kämmerchen. Nur diese Sorge verliert an Gefahr. Eine Angst, der man sich nicht stellt, das ist wie ein Ungeheuer.